Ja, ich schon wieder ein bisschen länger heute wie gestern. War ich nur geschockt wegen Nawalny-Tod. Tut mir einfach leid, sowas. Ne? Ich meine, man kann zu ihm stehen, wie man will. Er hat sein Ding durchgezogen. Er war unbeugsam. Jeder hat gedacht, als er aus Deutschland wieder nachdem er mit Polonium quasi vergiftet wurde, dann nach Russland geflogen ist, hat jeder ihn für bekloppt erklärt, als er dann schon direkt im Flugzeug verhaftet wurde. Also, und jetzt ist er tot. Tut mir sehr leid. Man darf nur eins nicht vergessen, im Prinzip der Archipel Gulag existiert immer noch. Man, Solzhenitsyn, Nobelpreis und so weiter, ich habe es komplett gelesen. Und was haben sie denn mit dem gemacht? Sie haben ihn quasi peu à peu verhungern lassen. Ja, die Fotos, er wurde immer dünner und anfälliger, dann war es kalt in Sibirien und so weiter. Ja, was eine unmenschliche Scheiße. Und trotzdem habe ich gestern darauf aufmerksam gemacht, auch was für eine unmenschliche Scheiße zum Thema Assange, ja. Der ist schwer depressiv, sehr krank, ist in Einzelhaft. Egal zu was der verurteilt worden wäre, was ich auch schon für einen Witz halten würde, aber er wäre schon längst wieder aus dem Gefängnis raus. Der saß 7 Jahre in dieser venezuelischen Botschaft in London und jetzt schon 4, 5, 6 Jahre in Einzelhaft. Ohne Auslieferung. Biden könnte das Zinnober morgen beenden. Ja, morgen könnte er einfach sagen, wir wollen ihn nicht mehr, ist erledigt, Feierabend. Australien hat auch schon gesagt, er ist ja australischer Staatsbürger, sie würden ihn wieder nehmen. Ein einziger Witz. So, dann Teil 2. Scholz und Zelensky haben wieder was unterschrieben, voller Support. Von uns alleine. So, und dazu wollte ich jetzt ein bisschen etwas ausholen, nur ein ganz kleines bisschen, nämlich im Hinblick auf Lanz und Precht. Die haben den Podcast, habe ich mir heute Morgen beim Hundespaziergang komplett angehört, über das Putin-Interview. So, und der erste Phase ist, sie erklären, wie Tucker Carlson einfach nur wegen des Geldes das Interview gemacht hat und er ist ein Polemiker und hatte den Januar 6 Sturm aufs Kapitol verteidigt und so weiter. Also sie nehmen erstmal Tucker Carlson auseinander, verschweigen dabei aber ja, dass, ich meine, Lanz verdient 1,8 Millionen alleine vom ZDF. Was macht er denn da? Er verdient ja auch mit allem Geld, mit seinen Büchern, mit seinen Reportagen, 1,8 Millionen für die Talkshow. Und der Precht auch, der hängt beim Lanz so richtig dran, das sind Buddies. Und der Precht hat natürlich auch viele höhere Einnahmen. Also was machen die denn? Die sind doch genau dasselbe, sind nur Lobbyisten von der anderen Seite. Sie machen das, wenn sie sagen, der Tucker Carlson bedient eben die Republikaner in ihrer Sicht, sie bedienen die ZDF-Zuschauer und was weiß ich, die Elektrofahrer, Fahrradfahrer, wie auch immer. Trotzdem will ich jetzt hier Lanz und Precht nicht in die Tonne hauen, weil an sich haben sie das Interview gut zusammengefasst und schildern auch nochmal, dass, also vor allen Dingen Precht, schildert auch nochmal, dass natürlich Russland nicht gerade begeistert war über diese NATO-Osterweiterung und so weiter und so fort. Nur, worauf ich hinauskommen will, sind zwei entscheidende Sachen. Die erste ist, mit keinem Wort in einer Stunde in diesem Podcast wird erwähnt, dass Putin konkret angeboten hat, Gas nach Deutschland wieder zu liefern. Das ist ja erstmal mit keinem Wort erwähnt, weil das ist ja der Punkt, wo man ihn direkt mal beim Wort nehmen könnte, wo man sehen könnte, lügt er nur rum oder sagt er die Wahrheit? A, wir brauchen das Gas, wäre auch für die Umwelt besser, ja, CO2 und so weiter, viel besser wie Fracking-Gas, was wir einkaufen aus Amerika, und so weiter und so fort. So, also das wird überhaupt nicht erwähnt, weil das, also was ist, das wollen die beide eben nicht wirklich zum Punkt bringen, nach dem Motto, jetzt nehmen wir doch mal, sie sagen in ihrer Zusammenfassung, dass man Putin oft beim Wort nehmen muss. Ja gut, dann hätte man das doch da ganz konkret machen können und sagen können, nächste Woche Dienstag wollen wir wieder Gas. So, das erwähnen sie nicht. Und dann erwähnen sie auch nicht, und das waren für mich ja die zwei wichtigsten Dinge in diesem ganzen Putin-Interview. Was ist denn, das ist doch vollkommen uninteressant, was er da für eine Scheiße labert über Ukraine im 8. Jahrhundert und sein ganzes Drumherum-Gesumse. Das spielt doch auch keine Rolle. Sondern für mich die Kernpunkte aus diesem Putin-Interview waren doch zu sagen, okay, Gas, so, bumm, gib's uns. Zum alten Preis. So, mal gucken, was passiert. Das Zweite ist, dass er natürlich auch gesagt hat, er würde diesen Istanbul-Friedensvertrag doch noch unterschreiben. Wie auch immer, oder so ungefähr was unterschreiben, er würde darüber verhandeln. Er ist bereit zu verhandeln. Auch das wird komplett weggelassen. So nach dem Motto, der will die Ukraine schlucken. Die sagen dann nur diesen einen Satz. Er hat gesagt, liefert denen doch keine Waffen mehr, dann ist der Krieg in 4 Wochen vorbei. So, ja, oh, was für eine Bedrohung, was für ein Arschloch. So, dann sagen sie aber auch beide in der Zusammenfassung, wo sie dann
ein bisschen vom Thema eigentlich Brecht bringt zum Thema und sagt, wie geht das denn aus? Was soll man denn machen? Und so weiter. Und Lanz kommt dann ellenlang, weicht aus und will es einfach nicht sagen. Aber beide haben das Fazit, es sieht schlecht aus, die Ukraine ist kriegsmüde. Wenn die Russen es einnehmen, kommen 20 Millionen Ukrainer, fließt hier über die Grenzen, ja, Polen und wo dann wohin? Ins Bürgergeld. So. Also was sie zusammenfassen ist, sie sehen es eigentlich so, dass die Russen wohl eher den Krieg gewinnen werden, weil die USA immer weniger unterstützen, die Europäer haben es einfach nicht. Brecht hat auch richtigerweise gesagt, zuerst war die Unterstützung riesig groß, weil sie gedacht haben, die Russen greifen nur so halb gar an und die können zurückgetrieben werden und weil diese ganzen Armeen in Europa ihren ganzen Schrott in der Ukraine abgegeben haben. Alte Panzer, alte Waffen etc. etc. und waren die erstmal los. Ja, so sagen, na gut, die haben so abgeschrieben, scheißegal. Jetzt geht es um die Substanz. All der alte Schrott ist weg. Wir brauchen ja selber Waffen, wie wir wissen. Und wir müssen denen jetzt sozusagen die teuren, guten Waffen geben, die wir eigentlich für die Bundeswehr brauchen. Und so ist es auch in den anderen Ländern. Sie fassen auch zusammen, dass Deutschland der größte Geber ist aus Europa, der zweitgrößte nach Amerika. Und wenn die Amerikaner eben stocken, wird eben Deutschland ganz alleine da stehen, weil zum Beispiel die Franzosen geben fast gar nichts mehr an die Ukraine. Und die Holländer, andere Länder auch, lehnen die Unterstützung ab. Die Tschechen, die Ungarn sowieso. Also immer mehr lehnen es ab. So. Und da sind wir wieder zurück bei all meinen Boll-Videos, die besser auch Lanz und Brecht einmal gucken würden. Einmal, Herr Lanz, machen wir doch mal einen Podcast zusammen oder beziehungsweise setzen Sie mich doch mal dahin zu bestimmten Themen, auch mal in die Sendung und so weiter. So. Es ist doch so, wir brauchen uns nicht darüber zu unterhalten, wer hier der Aggressor war. Putin ist da einmarschiert. Klar hat er Gründe gehabt, aber es ist trotzdem, Krieg sollte niemals stattfinden, eine einzige Katastrophe, habe ich gestern im Video auch schon gesagt. Menschen sterben, das ist scheiße, unakzeptabel und nicht wünschenswert. So, jetzt muss doch, anstatt Scholz, der gerade mit Zelensky wärmliche Rede quasi unterschreibt, wir sind die Sache, wir bis zum Endsieg geht's weiter, und vergessen wir mal die Gefahr einer Eskalation, Dritter Weltkrieg. Ja, habe ich immer gesagt, was ist denn, wenn die Ukraine gewinnt? Was machen denn dann die Russen? Die ziehen ja nicht einfach ab und haken die Sache ab, sondern die Waffen werden schwerer, werden gegebenenfalls nuklear und so weiter und so fort. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt, dass Putin ist kein Typ, der einfach so sagt, ich hake es ab. Und in dem Interview haben sie auch beide zugegeben, Brecht und Lanz, dass Putin topfit ist, hochintellektuell und er stirbt eben nicht und verkalkt nicht, so wie Biden. Und der weiß einfach auch viel mehr wie Trump und so weiter und so fort. Ist ein glasklarer Machtpolitiker. So, da kann doch, und das werfe ich Lanz und Brecht vor, ist eure Folgerung aus all dieser Analyse ist eben, uns zerstörend, zersetzend, Europa zerstörend, zersetzend und katastrophal und falsch. Das Ergebnis aus diesem Interview und aus der gesamten Situation, weil gerade auch während ich hier rede, Avkov, diese eine Stadt da, ist aufgegeben worden von den Ukrainern, heute ist gefallen, weg vom Fenster. So. Die Ukrainer sind platt. Sie werden es nicht schaffen, wenn wir nicht mit Soldaten eingreifen, also einen dritten Weltkrieg machen. So diesen dritten Weltkrieg wollen wir auf gar keinen Fall. Geht nicht. Da müsste man eher die Ukraine aufgeben. So sieht's aus. So, jetzt ist die Ukraine aber noch nicht geschlagen. Sie sind noch nicht fertig. Und Trump ist noch nicht gewählt, sondern da ist noch Biden im Weißen Haus, der Ansicht der Ukraine Gutes will. So, muss man nicht jetzt den Ball aufnehmen. Jetzt! Anstatt zu unterschreiben, wir unterstützen euch bis zum Endsieg mit nichts, weil wir haben ja, Deutschland hat ja im Prinzip bald gar keine Waffen mehr. So, und Munition nicht und so weiter und so fort. Sondern stattdessen sagen, wir müssen Konzessionen machen. Wir müssen es so aussehen lassen wie eine Win-Win-Situation mit Territorien, die eben da unten befestigt werden, wo dann eben Russland bleibt. Ja. Wo man ein Friedensabkommen macht, wo man auch eine Sicherheitsgarantie an die Ukraine gibt, wo man Wiederaufbauhilfe beschließt für die Ukraine, auch von der EU und so weiter, wo aber die Russen eben die Krim behalten, diese unteren Territorien, wo man dann aber auch ganz klar macht, dieser Deal ist dann eben, die Russen kriegen ihr Geld wieder, Haftbefehl aufgehoben, Sanktionen aufgehoben, wir bringen die Russen rein, wir haken es ab. Es war ein ganz großer Fehler, unglaublich viele Tote, für die Ukrainer natürlich nicht abzuhaken, das wird eine Wunde bleiben, die immer da ist, aber besser eine Wunde bleiben, die immer da ist, als 20 Millionen Ukrainer in Deutschland plus vollkommenes Chaos in der Ukraine,
und ein russisches System wie in Weißrussland, wo dann irgendein so Puppet-Diktator da diktiert. Weil das ist ja nun mal das, was jetzt alle die, wie gesagt, wer mich kennt, weiß, am Anfang des Krieges, Tag 1, habe ich gesagt, die Russen gewinnen den Krieg. So, der Punkt ist, dass man da jetzt nicht nachpokern muss, wer recht hatte, wer nicht recht hatte, ja, sondern was ist jetzt die Analyse und was müssen wir daraus machen? Die Analyse ist, es sieht für die Ukraine scheiße aus. Das Maximale, was sie machen können, weiterhin ist verteidigen. So, sie werden weder die Russen nach Moskau zurückverfolgen, noch die Russen komplett platt machen. Es wird nicht passieren. Da können wir, selbst wenn wir 100 Milliarden Waffen noch dahin liefern, es wird nicht passieren. Und wir werden ja nicht 100 Milliarden Waffen dahin liefern, weil wir haben ja selber nichts mehr. So, die Russen haben auf Kriegswirtschaft umgesattelt, die produzieren Waffen und Munition, bis der Arzt kommt, und kaufen zu. Die Sanktionen haben nicht gewirkt gegen Russland, die werden nicht bankrott gehen, die haben genug Geld, die verkaufen ihr Zeug auch woanders hin. Jetzt ist es doch an uns zu sagen, was wollen wir denn? Wollen wir einen dritten Weltkrieg? Nein. Wollen wir endlosen Krieg in der Ukraine, Afghanistan-mäßig, beziehungsweise Vietnamkrieg-mäßig? Nein. Wollen wir den Krieg verlieren, die Ukraine komplett aufgeben, aber gleichzeitig noch bis zuletzt, sodass Russland uns für immer hasst und als Kriegspartei vielleicht sogar noch einzieht und so weiter, haben? Nein. Was wir wollen, ist ein Ende des Sterbens. Wir wollen ein Ende dieser Kämpfe. Und was wir wirklich, denke ich, nach vorne bringen müssen, ist jetzt, wo das Schiff noch nicht versunken ist, die Sache vom Eis zu schieben. Und das muss eben auch Zelensky einsehen. Zelensky ist ja auch ein Machtpolitiker auch geworden über die Zeit, ja, und ist ja auch nicht doof. Der weiß doch ganz genau, dass er diesen Krieg am Schluss verlieren wird und dann eher Hals über Kopf quasi sich aus der Ukraine irgendwo hinrettet. Ja, kann in Amerika sicherlich eine große Karriere noch hinlegen als Komiker oder was weiß ich, Schauspieler. Das ist das Schlimme, dass es tatsächlich so ausgeht, wie ich jetzt gerade sage. Also, so wie wir es jetzt machen, geht es so aus, die Russen rücken immer weiter vor, es wird noch jahrelang hin und her gehen, keiner unterstützt mehr die Ukraine, wird immer weniger, immer mehr Flüchtlinge kommen nach Deutschland, die dann immer mehr Geld hier auch wollen, um es wieder zurückzuschicken als Support nach Hause. Ein einziges Elend auf allen Seiten. So. Und ich bin jemand, der deeskalieren will, weil ich weiß, wie beschissen Eskalation ist. Die Leute, die selber jetzt diese Kriegstreiber sind, wie Baerbock, Scholz, Habeck, diese ganzen sind Kriegstreiber, Kiesewetter, Stark-Zimmermann und so weiter, haben in ihrem Leben noch nicht mal eine Schlägerei gehabt. Die waren nie konfrontiert mit einer Situation, was passiert denn, wenn wirklich Gewalt herrscht. Klar gucken die sich auch 20 Tage von Mariupol an, die Doku, oder haben viele Sachen gesehen in News und so weiter. Aber die kennen diese Situation nicht, was das ist. Dass man diese Angst, dieses Adrenalin, ganze Generationen werden jetzt fertig gemacht und so weiter. Und das ist, das muss man in Kalkül ziehen. Wie ich gestern auch in meinem kurzen Video gesagt habe, nichts ist es wert, das ganze Leben komplett zu zerstören. Ja? Ich lebe doch lieber in Weißrussland und habe ein ganz normales Leben, ganz brutal gesagt, als in einer Kriegssituation, wo pausenlos Angehörige sterben, wo ich meine Kinder nicht mehr wiedersehe, wo ich vielleicht mit den nächsten Drohnen niedergemetzelt werde. Ich meine, das sind doch die Fakten. Das kann man doch nicht ausblenden. Das muss doch tatsächlich ins Kalkül gezogen werden. Und wir müssen dieses Sterben beenden. Und es wird nicht passieren mit, wir verhandeln, wenn Putin abgezogen ist, wie Baerbock immer gesagt hat. Diese ganzen großen Schnauzen die ganze Zeit, die Fresse so in diesen Talkshows aufreißen, sind die größten Pussys in ihrem persönlichen Leben, die sich ins Hemd scheißen, wenn sie mal eine Ohrfeige kriegen würden auf der Kirmes. Dann geht denen schon die Düse, dass sie gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. So, und das ist verheerend. Das ist verheerend, dass sie sich nicht reinversetzen können in solche Menschen und dass man die Situation dieser Menschen nicht verbessern wird durch immer mehr Geld und Waffen, damit sie ewig diesen Krieg weitertreiben. Das ist ein gravierender Fehler. Ja, vielleicht, Herr Lanz, Herr Precht, gucken Sie sich mal auch mal ein Video von mir an, weil manchmal kann man ja auch den Horizont etwas erweitern. Und ich denke, wie gesagt, die Zusammenfassung des Putin-Interviews hat
ganz gravierende, die wichtigsten Positionen, die Putin da gesagt hat, Gas und Friedensverhandlungen, haben sie komplett weggelassen. Und da ist die Frage, warum? Warum? Weil sie sind ja auch nicht dafür, dass wir alle untergehen, ne? Oder dass die Ukraine alle sterben. Das gehe ich mal schwer von aus, dass die ZDF-Richtlinien nicht dahin gehen, dass man sozusagen jetzt hier zum Kriegstreiber werden muss. Ne? So erlebe ich sie ja auch nicht in den Talkshows.